So, erstmal Waffe verbessern. Automatische Reparatur. Automatisches Nachfüllen. Erstmal hier Handfeuerwaffe dahin ziehen. Genau. Munition. Oh, hier haben wir sie. Die kostet 3200. Ja, komm. Okay. Ich habe doch kein Scope, schade. Ich habe aber hier was. Nee, mach mal nicht. Die Federung. Intrigierte harte Feder. Feuerrate. Eine erhöhte Feuerrate lässt die Waffe schneller schießen. Dies geht jedoch oft auf Kosten von Genauigkeit und Stabilität. Nein. Lauf. Reichweite. Durch größere Reichweite können Ziele auf weitere Entfernung getroffen werden. Da die Schadenswirkung mit der Reichweite Hand in Hand geht, vergrößert sich auch bla bla. Durch erhöhte Stabilität erhält die Waffe nach einem Schuss ihre Genauigkeit schneller wieder zurück. Würde ich gerne kaufen. Beutel 80 Patronen, 150 Patronen. Okay, kann ich die hier aufbessern? Ach, ich war gemutet. Ja. Wie viel Geld hast du noch? 43.000. Echt? Nicht mal mehr 20.000? Ich gucke gerade, ich kann nämlich meine normalerweise mein halbautomatisches Gewehr oft besser mit automatischem Nachladen und so weiter. Automatisches Nachfüllen, aber ich weiß nicht, was das kostet. 69. Automatische Reparatur. Ich bin am Überlegen, ob ich den neuen Lauf verpasse. Weil das die Stabilität höher. Beim Gewehr oder bei deiner? Beim halbautomatischen Gewehr, ne? Kostet 29.000. Hab ich gekauft. Feuerrate, das ist wieder die Stabilität. Ich habe mir auf jeden Fall neue Munition geholt. Anschusspatrone SS. Was? Anschusspatrone SS. Ja gut. Ich glaube, das war's mit der Monetarisierung. Oh. Naja. Nur genau. Ach komm, scheiß drauf. Hier kaufen. Glückwunsch. Ausrüsten. Hier Feder kaufen. Okay. Ausrüsten. Lauf. Reicht mein Geld nicht mehr. Wow. Ich brauche für den Lauf 29, ich habe 13, okay. Bereit. Was haben wir hier oben? Soldaten hat freigeschaltet. Panzerbesatzung. Stimmt, ich kann jetzt als Panzerheini rumrennen oder fahren. Und jetzt habe ich auch zwei Waffen zur Auswahl. Ich habe jetzt mit Stufe 3 die Waffe gekriegt. Ne, ich lasse die Musik aus im Menü. Ich mache hier selber Musik dahinter. Frage. Ja, was? Ich habe hier Truppverbesserungspunkte. 2 von 24 haben wir gesammelt. Wo steht denn das? Unten, wenn du auf unseren Trupp gehst. Trupp. Und dann rechts oben. Rechts um 2 von 24. Keine Ahnung. Jeder hat einen Punkt gesammelt, wow. Ja. Aber man kann noch zwei Leute dazu holen, das ist interessant. Findet man bestimmt noch jemanden, der Bock hat. Dann müssen wir nur Gas geben, bevor das Spiel nicht mehr gratis ist. Nee, das bleibt dauerhaft gratis. Bleibt das okay? Ja, guck einfach in den Shop rein, da weißt du, wie die ihr Geld machen. Also es
gibt noch viel mehr Helden. Ich weiß, es gibt noch Piloten. Und kommen noch dazu. Ich denke mal, da wird noch einiges dazu kommen. Feldausrüstung, Verstellschlüssel. Okay. Oh, was haben wir hier? Munition durchlaufen über tote Feinde. Oh ja, das muss ich ausrüsten. Hä, wo hast du? Wie kriegst du das denn ganz schnell? Während ich muss das kurz nicht breit. Schnellere Regeneration, Geräusch ist mir egal. Ich will das hier haben. Kann ich Munition einsammeln? Ach du Scheiße. Gut, also ich wäre bereit. Fertig ausgerüstet. In Minimu, dann nehmen wir diesmal das da. Als nächstes kann ich eine Handgranate freischalten. Die Stabhandgranate der Deutschen. Ich weiß, aber würde ich dir nicht raten, die zu holen. Die kostet viel, viel Geld. Mach ich auch nicht, ich bleib auf Waffe. Ja, das wäre ja eine begleitende, die kannst du ja zusätzlich noch haben. Bin froh, dass ich jetzt zwei Waffen hab. Kolmar müssen wir jetzt einnehmen und halten. Ja. Ja, solange das braucht, kann ich mal auf Sandy lunzen. Ich muss meiner Ex noch eine Nachricht schicken, siehst du. Gibt es eigentlich direkte Schlachtfelder zwischen Alliierten und Sowjetunion? Keine Ahnung. Oder braucht man immer Deutsche? Ich weiß es nicht, Darko. Wir können es ja nachher mal testen, dass einer einen Sowjet nimmt und der andere einen Deutschen. Nee, das meine ich gar nicht. Wir spielen ja jetzt unterschiedlich. Mal gegen den Sowjet und einmal gegen den Alliierten. Ist ja auch klar. Aber können die auch gegeneinander spielen? Das weiß ich nicht. Das hängt ja von den... Ach, geht schon los. Ja, Moment. Ich muss halt noch schnell die Nachricht schreiben. Egal, ob es auf die Aufnahmezeit jetzt geht. Ach nee, ich schicke dann eine Voice-Nachricht. Macht es sich einfacher, das ist zu viel. Darko schon wieder hinterm Fluss, ey. Und wird natürlich schon wieder von den Gegnern eingenommen. Wow, das ging jetzt mal schnell, das Unsichtbarsein weg loswerden. Aber ab. Ich muss mir das echt abgewöhnen. Da hat einer von uns einen Flammenwerfer. Wenigstens, ouch, ein was Gutes. Das Problem ist, ich bin halt gerade angehittet, weil ich die Brücke runtergesprungen bin. Oh, ich bin tot. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Oh wow. Der wollte mich mit einer Schaufel umhauen. Der Lutscher. Hast du jetzt eigentlich schon wieder gewechselt? Ich dachte, du spielst Maschinen. Nee, halbautomatisch, weil ich die oft gewertet habe. Truppenmitglied. Und die Runde läuft bei mir gerade. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal wirklich viele Gegner gesehen. Ich habe schon drei. Ja gut, ich hab auch. Ich mach jetzt nicht den Darko. Hast du aber gerade gemacht. Erst sagen wollen und dann stotter. Außerdem, ganz ehrlich, du kannst es gerne sagen. Es ist ja auch. Es spawnt ja auch an. Sag mal, da holst du dir gerade die Leute, die ich umballern will? Ich weiß nicht, wo du bist. Neben dir.
Eieiei. Ach, der kam von hinten. Scheiße. Oh, 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 das war ein Fortnite-Move. Im Springen abgeknallt. What the fuck, ey. Aber die Verbesserungen für die Waffe sind geil. Also das kann ich dir nur empfehlen. Hab ich doch auch. Nur halt nicht deine. Wir haben unterschiedliche. Jörg, pass auf, hier kommt einer mit Auto, der will versuchen zu überfahren. Ja, rennen wir jetzt im Kreis, du fährst, ich renne, okay. Ach du Scheiße, ich bin letzter von der Rangliste. Tja. Du hättest nicht mit dem Auto fahren sollen, du Dulli. Oh, ich habe jetzt eine große Schnauze und am Endeffekt lose ich dann wieder extrem ab. Daku, hier steht ein Auto mit MG drauf, das könnte man eigentlich nutzen. Achtung, da rennt mit einer Schaufel jemand um. Ja, dann holen weg. Ich sehe ihn nicht. Achtung, da kommt wieder jemand mit dem Auto. Ja, ja, der, es wird wieder der gleiche sein wie gerade eben. Ja, der kommt auf dich zu. Boah, da ist doch einer drauf mit MG. Pass auf. Das sind halt wieder die, die ich vorhin schon weggeholt habe. Geil. Aber ich muss sagen, läuft bei mir gerade. Ich habe 9-1, du 8-2. Es läuft. Darko, guck mal oben auf die Leiste. Ui. Ich bin gerade mal bei 12 Minuten Aufnahmezeit. Das ist doch ein Witz. Ach so, was? Oh, ich wollte gerade mein Missionsziel angucken, was ich machen muss. Oh Gott. Wow. Ja, gut. Also, komm, 5 Sterne, wir haben gewonnen. Soldat, ja gut, Obergefreiter, fehlt noch ein bisschen was. Truppverbesserungspunkt verdient. Ich habe eine KD von 9-1 in der Runde gehabt, wow. Darko hat eine KD von 9-2. Ach du Was denn? Ich habe ja, hab das erstmal alles eingestellt. Alle meine Waffen und sonstiges. Alles auf automatisch reparieren und automatisch nachfüllen. Das kostet dich Geld. Das habe ich erstmal gemacht, ich weiß. Und das kostet, dieses automatisch reparieren, nachfüllen, bla bla bla, kostet natürlich auch Geld. Ja, ich weiß. Und das war schon mal die Hälfte meines Ganzen. Ja, gut. So, ist halt die Frage, wollen wir jetzt nur eine oder letzte? Ich spende jetzt die Folge hier, dann können wir eigentlich noch eine aufnehmen. Ja, klar.